Moin Freunde, ich bin's, der Manu von Filmfressen, heute wieder im Solo-Review und ich erzähle euch heute was zu A Cure for Wellness von Regisseur Gore Verbinski. Der hat auch so Filme gemacht wie The Ring, Pirates of the Caribbean oder Lone Ranger zum Beispiel. Ist ein sehr visionärer Regisseur, was das Visuelle angeht, sag ich mal. Ein visueller Regisseur, er legt sehr viel Wert auf Bild und Ästhetik. Und nicht so viel auf Inhalt. Und so ist es auch bei A Cure for Wellness. Aber bevor ich zu Details komme, es geht um Mr. Lockhart, gespielt von Dane DeHaan, den man auch noch vielleicht aus The Amazing Spider-Man kennt. Und der ist so ein junger, aufstrebender Typ, Business-Typ, der halt in so einer krassen, was ist es denn? Kanzlei, Agentur, auf jeden Fall irgendein Börsen, großes Unternehmen, da geht es auf jeden Fall um viel Kohle, so ein Anzugträger, der halt 25.000 Stunden am Tag arbeitet und das auch noch richtig geil findet. Und der soll jetzt einen Vorstand, der in so einen Kurort in die Schweiz gefahren ist, wiederholen, weil der schon so lange da ist und die brauchen halt unbedingt für so einen Deal, um den abzuschließen, die seine Unterschrift oder seine Zustimmung, irgendwie sowas. Da fährt der Lockhart halt hin und eigentlich geht es ja nur kurz darum, ja, den Kollegen abzuholen und wieder nach New York zu bringen, um damit diese Deals und, unter Dach und Fach kommen, damit die Firma nicht den Bach runtergeht. Allerdings, und das haben wir schon im Trailer gesehen, ja, ist das also eine ganz komische Anstalt. Das sieht mehr aus wie so ein Asylum aus den 70er Jahren oder halt noch früher mit ganz alten Gerätschaften, ist oben auf so einem Berg und alles sieht irgendwie mysteriös aus. Und im Trailer wird ja auch schon gesagt, irgendwie so, wer hier hinkommt, der geht nicht mehr. Und so ist es auch. Er will irgendwie die Nacht im Hotel verbringen, weil er gerade seinen Kollegen da nicht sprechen kann. Es passiert ein Autounfall, er wacht da in der Klinik auf und ist dann quasi Patient. Das sah im Trailer schon alles so ein bisschen nach Shutter Island, so die Ecke aus. Und tatsächlich, Dane DeHaan sieht Leonardo DiCaprio ziemlich ähnlich in dem Film. Und es ist auch halt so eine Anstalt, eine Klinik. Und Wasser spielt ebenfalls eine ganz große Rolle, wie bei Shutter Island. Und ich möchte erstmal die positiven Sachen hervorheben. Der Film sieht fantastisch aus, besonders auf Leinwand. Das sind sehr beeindruckende Bilder. Gore Verbinski hat da fantastische Arbeit geleistet, also besonders was Kamera angeht. Der hat so einen kleinen Fetisch, der pappt die Kameras immer überall hin. Ne? So aufs Autodach, auf die Motorhaube, auf dem, hier auf den Kofferraum, an die Seite des Zugs dran. Und es klingt jetzt ein bisschen lächerlich, wie ich das erzähle, aber es sieht halt sehr, sehr stark aus. Bildkomposition ist total super. Jede Einstellung ist halt durchkomponiert, sage ich mal. Alles ist arrangiert. Und das sieht sehr, sehr beeindruckend aus. Visuell ein sehr starker Film, viel mit Reflexionen gefilmt, Sachen in Spiegeln, Sachen, die sich halt in Gegenständen, die spiegeln, reflektieren. Das ist stylisch, absolutes Top-Niveau. Zum Inhalt, es wird ein mysteriöser, spannender Thriller versprochen und ich muss ganz ehrlich sagen, das erfüllt er leider nicht so ganz, denn da war ich mir mit den Kollegen, mit denen ich in der Pressevorstellung war, ziemlich einig. Nach 5 bis maximal 10 Minuten weiß man ungefähr, wie der Film ausgeht und weiß genau, was passiert. Und das ist sehr, sehr schade, denn es sah im Trailer wirklich danach aus, als wenn man hier miträtseln könnte. Und leider ist der Film auch mal wieder zu lange. Der geht über 2 Stunden, zieht sich aber besonders am Ende, so gegen Ende, weil man halt weiß, worauf das hinausläuft. Und die Twists, die dann irgendwie so inszeniert werden, als sei es jetzt eine Überraschung, die sind für den geübten Zuschauer oder sagen wir für den erfahrenen Zuschauer ja einfach schon von vornherein zu sehen und das trübt schon das Erlebnis. Schauspielerisch ist das alles auch super, das ist eine Hochglanzproduktion. Ich weiß nicht, warum man am Ende dann so ein bisschen in diese Slasher-Horror-Ecke abgleiten muss. Nicht, dass ich was dagegen habe. Passt aber, finde ich, insgesamt nicht zur Grundstimmung, die der Film hatte. Da war es dann doch ein bisschen mehr auf Mystery und Psychothriller. Und ja, auf jeden Fall der Patient Lockhart, der er immer betont, dass er kein Patient ist. Er wird immer verrückter. Er weiß halt nicht genau, was da passiert. Und findet sich in komischen Situationen wieder und kommt da nicht raus. Und legt sich da mit dem Oberarzt an, mit dem Chef, mit dem Leiter der Anstalt. Und das wird dann immer konfuser. Das Problem ist, es werden Handlungsstränge kurz angefangen, teilweise, die dann komplett wieder fallen gelassen werden. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, genau wie das alles funktioniert. Das wird versucht, also die versuchen es zu erklären. Ganz genau weiß man es am Ende dann
nicht wirklich. Also so das Detail, wie das jetzt funktioniert und warum manche Sachen da so aussehen, wie sie aussehen und was da genau mit manchen Menschen passiert, da muss man halt auch viel glauben. Außerdem hat der Film einen ganz furchtbaren Score. Das ist irgendwie so ein so Kindergesangsgedudel, das man die ganze Zeit da hören muss und auch leider im Abspann. Ich bin da schnell rausgegangen. Das ist so. Ach, ganz, ganz, ganz furchtbar. Das ist schade. Also, das wird vielleicht dem einen oder anderen Mainstream-Gucker im Kino vielleicht unterhalten, vielleicht auch tatsächlich die 2 Stunden bei der Stange halten. Ich sag mal, Genre-Kenner versprechen sich was anderes davon und die werden schon enttäuscht sein. Also ich fand das insgesamt nicht gut, zu langatmig, zu vorhersehbar. Deswegen würde ich da tatsächlich, also visuell fantastisch, würde ich maximal so 3,5 von 10 geben, wenn ich da jetzt so eine Bewertung geben müsste. Das ist schade, weil er halt nicht viel erzählt. Er will viel Botschaft schaffen, kriegt er aber nicht hin, leider. Das ist kein intelligenter Film, zumindest nicht so intelligent, wie er sein möchte. Und das ist sehr schade. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht und bin mal gespannt, wie ihr den Film findet. Sagt so einfach mal in den Kommentaren und ansonsten guckt euch andere Filme an. Ich bin demnächst wieder mit Peterchen am Start und dann erzählen wir euch noch was über ein paar andere Filme. Bis demnächst, der Manu von Filmfressen.